Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam für unser Handwerk. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, Sandra Dezer und Hannes Walter, habe ich mich stark gemacht für diese Aktuelle Stunde. Denn die ist wirklich wichtig. Denn in Zeiten, wo wir viel über Industrie und Konzerne sprechen, kommen die kleinen und mittleren Betriebe aus dem Handwerk oft zu kurz. Und das ist nicht gut. Auch wenn wir die Kennzahlen des Handwerks hier schon gehört haben, Handwerk besteht mehr als aus Zahlen und Daten und Fakten. Es ist die Bedeutung des Handwerks in der Stadt und im Land und die es ausmacht als Ausbilder, als Arbeitgeber, als Versorger, als Steuerzahler vor Ort, als Garant für Erneuerung und gesellschaftliche Stabilität. Damit ist es Kern unseres Wirtschaftsmodells. Schauen Sie sich um, meine Damen und Herren. Wir alle wissen, wer dieses Gebäude geplant und gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass Sie es wissen. Aber wer kennt denn eigentlich die vielen Handwerker, die hier beteiligt waren? Kennen Sie die alle? Schauen Sie mal hinter mir, nicht die Präsidentin, nein, da drüber. Da ist doch der Adler. Wer hat den eigentlich gemacht? Wer war daran beteiligt? Ein Unternehmer aus dem Kreis Karlsruhe. Genau, er weiß es. Es war ein Schlosser. Es war ein Schlosser aus dem Münsterland. Der hat diese 2,5 Tonnen Aluminium, 58 Quadratmeter groß gemacht. Und egal, wo Sie wohnen und egal, wie Sie hierher gekommen sind, es waren immer Handwerker beteiligt, die dafür gesorgt haben, dass sie wohnen oder sich bewegen können. Und meine Damen und Herren, unsere soziale Marktwirtschaft zeigt sich dadurch aus, durch einen fairen Wettbewerb zwischen kleinen und großen Unternehmen. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Zeit der vielen Krisen, ist es wichtig, dass Politik und Wirtschaft, dass Regierung und Opposition und Handwerk zusammenkommen und miteinander reden. Und für mich als selbstständiger Handwerksmeister, und ich bin sogar handwerkspolitischer Sprecher meiner Fraktion, da können Sie sehen, wie bedeutungsvoll das bei uns ist, für mich ist das ein Vorteil, denn ich kenne beide Seiten. Übrigens so wie Hannes, er kennt auch beide Seiten. Und es gibt wahrscheinlich nicht nur Probleme bei Industrie und Konzernen, die mit Abwanderung drohen können. Das können nämlich Handwerker nicht. Die müssen bleiben. Die können nicht sagen, wenn es mir nicht gefällt, packe ich die Sachen und gehe. Das kann nur die Großindustrie. Und im Handwerk brauchen wir Problemlösungen. Ich sage nur, das kennen Sie alle, Fachkräftemangel, Bürokratieabbau, Energiekosten, Inflation und steigende Zinsen. Und ich weiß, die Ungeduld des Handwerks ist groß, etwa bei den Bäckern, aber auch bei den Bau- und Ausbaugewerken. Und ich sage Ihnen eins, die einen kommen vor Arbeit nicht in den Schlaf und die anderen vor Sorgen können die nicht schlafen. Und das nehmen wir als Koalition sehr ernst. Was diese Koalition bisher angepackt hat, darf man auch nicht vergessen. Es gibt 3 Entlastungspakete und den 200 Milliarden Abwehrschirm. Damit wurden nicht nur die Gas- und Strompreisbremsen umgesetzt. Und glauben Sie mir, Bundesregierung und Bundestag arbeiten weiter an zeitnahen Lösungen, um die neuen großen Fragen zu lösen. Das gilt für alle zentralen Themen dieses Jahrzehnt wie Dekarbonisierung und Klimawende, demografischer Wandel und Fachkräftemangel sowie Digitalisierung und Bürokratieentlastung. Diese Koalition hat dazu schon einiges auf den Weg gebracht. Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Weiterbildungsgesetz, Inflationsausgleichsgesetz sind schon verabschiedet. Und dieses Jahr kommt noch das Wachstumschancengesetz. Und auch der Bürokratieabbau wird mit dem BEG IV angepackt. Bundesminister Buschmann und das ganze Kabinett arbeiten Hand in Hand und werden von den Fraktionen tatkräftig unterstützt. Die Koalition weiß, die Zeit drängt. Handwerk und Mittelstand haben keine Zeit zu warten. Meine Damen und Herren, noch ein persönlicher Aspekt. Junge Menschen den sozialen Aufstieg in Berufen zu ermöglichen, die wir in Zukunft besonders zum Beispiel als Klimatechniker brauchen, bleibt unser aller Aufgabe in Politik und Gesellschaft. Die jüngste OECD-Studie mahnt uns da. Sie zeigt, dass der Anteil der 25- bis 34-Jährigen, die einen beruflichen Abschluss vorweisen können, zwischen 2015 und 2022 von 51% auf 58% gesunken sind. Und wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir das ändern. Das gilt nicht nur für Schulabgänger ohne Abschluss, sondern auch für die Fortbildung. Und eins weiß ich genau, meine Damen und Herren, das zum Schluss. Ein guter Handwerksmeister verdient sicher mehr
als ein schlechter Akademiker. Und das sollten wir allen jungen Leuten auf den Weg bringen, die vielleicht studieren wollen und gar nicht die Begabung haben. Deshalb glaube ich an die Zukunft des Handwerks und seiner Ausstrahlung, auch auf zukünftige Generationen. Und vielen Dank und Glück auf. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Alexander Ulrich. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun auch der letzte Ampelpolitiker